Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Sebastian Kurz kann und will nicht mehr mit Heinz-Christian Strache. Österreich versinkt im politischen Chaos und das alles wegen einer geheim aufgenommenen Videoaufzeichnung. Wegen dieses Filmmitschnitts regiert derzeit in Österreich das Chaos. Es gab Rücktritte, es gab Entlassungen, es gab Drohungen und seit heute Nachmittag wissen wir auch, Österreich wird in Zukunft oder zumindest vorübergehend von einer Expertenregierung regiert. Das alles also wegen eines Films. Doch welche Auswirkungen hat dieses politische Chaos, diese Regierungskrise auf Südtirol? Genau darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Barbara Reich fasst für uns die Ereignisse der letzten Tage noch einmal zusammen. Es ist der Stoff, aus dem eigentlich Polit-Thriller in Hollywood entstehen. Das hier ist aber Realität. Ein Video hat eine der größten politischen Krisen der letzten Jahre in unserem Nachbarland ausgelöst. Die geheimen Videoaufnahmen zeigen die beiden FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in weiblicher Begleitung in einer Villa auf Ibiza. Strache erklärt einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen, wie er in Zukunft in Österreich regieren will. Die Kronenzeitung soll von den russischen Oligarchen übernommen werden. Kritische Journalisten sollen mit FPÖ-nahen Reportern ausgetauscht werden. Für eine finanzielle Unterstützung verspricht Strache interessierten Betrieben öffentliche Aufträge. Politisch andersdenkenden Unternehmen sollen hingegen die Aufträge entzogen werden. Strache verspricht den angeblichen russischen Investoren, dass sie die Partei über einen gemeinnützigen Verein finanziell im Wahlkampf unterstützen können. Laut Strache tun das bereits andere bekannte Unternehmer, wie der Tiroler Immobilieninvestor René Benko, die Kärntner Millionärin Heidi Horten oder der Waffenproduzent Gaston Glock. Als das Video publik wird, treten Strache und Gudenus zurück. Doch der ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz fordert auch den Rücktritt des FPÖ-Innenministers Herbert Kickl. Als Folge davon reichen auch die anderen FPÖ-Minister ihren Rücktritt ein. Es wird eine Übergangsregierung aus Experten gebildet. Neuwahlen sind schon im Herbst geplant. In Österreich regiert also das Chaos. Welche Auswirkungen hat das auf Südtirol? Welche Lehren ziehen die heimischen Parteien daraus? Sind die Freiheitlichen jetzt endgültig am Boden zerstört? War es ein Fehler von der ÖVP, sich mit einer rechtskonservativen Partei zusammenzutun? Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Hochbrisant und vor allem auch aktuelle Fragen, also mit denen wir uns heute Abend auseinandersetzen wollen. Und das sind meine zwei Gesprächspartner. Zum einen Philipp Achammer, Obmann der Südtiroler Volkspartei, und zum anderen Andreas Leiter-Reber, Obmann der Freiheitlichen Verein, dass Sie beide kommen konnten. Guten Abend. Danke. Herr Leiter-Reber, Sie haben in einer ersten Stellungnahme unmittelbar nach dem Rücktritt von FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache ihn unter anderem als Opfer von einer organisierten Falle bezeichnet. Warum nehmen Sie ihn in Schutz nach diesem Video? Ich muss vorausschicken, dass ich nicht nur die Aussendung gemacht habe, sondern auch ein Interview gegeben habe. Und es ist klar, es hat uns alle entsetzt, was in diesem Video vorgefallen ist, die Aussagen, die dort getätigt wurden. Da kann man sich nur distanzieren. Es hat vor allem auch uns Freiheitliche natürlich besonders enttäuscht, weil wir einfach gesagt haben, wie kann ein Politiker, dem man auch Vertrauen geschenkt hat, der wirklich auch eine Symbolfigur der Freiheitlichen in Österreich war, wie kann er sich auch auf dieses Niveau herunterbegeben und wie dumm kann jemand sein? Nur, und da fängt für mich auch der menschliche Aspekt an, das war kurz, nachdem er auch seinen Rücktritt bekannt gegeben, er hat seine Konsequenzen sofort gezogen, hat sich entschuldigt, hat auch selber gesagt, hat sich selber von seinen Aussagen distanziert und das hat ihm unmöglich leid getan. Ich glaube, das hat man auch gemerkt bei dieser Pressekonferenz. Und hier kommt der menschliche Aspekt, wo ich sage, muss ich, wenn jemand am Boden ist, noch nachtreten? Und als Südtiroler Freiheitlicher sage ich, ich bedanke mich natürlich für die 15 Jahre, die er für die Gemeinschaft gearbeitet hat. Es entschuldigt nichts, was er getan hat. Ich hätte mir einen schöneren Abgang für Heinz-Christian Strache gewünscht. Aber Sie sprechen auch eben von einer organisierten Falle, in die Heinz-Christian Strache getappt ist. Die auch ein Skandal ist. Der erste Skandal ist natürlich seine Aussagen, aber wie es dazu gekommen ist, ist auch nicht sauber. Da werden wir sicher später auch noch darüber sprechen können. Wir sprechen gleich darüber, Herr Leiter-Reber. Versuchen da die Freiheitlichen ein bisschen von dem eigentlichen Problem, nämlich von den Aussagen von Heinz-Christian Strache, abzulenken und jetzt plötzlich ihn als fast schon Opfer darzustellen? Ich finde genau das schlimm. Und das passiert jetzt auch auf österreichischer Ebene. Eines ist klar, dieses Video ist, man muss es so sagen, grauslich.
Denn das macht ein Politik- und Amtsverständnis von Käuflichkeit, von einem Verständnis von Demokratie und Medien, das gar keines ist, von einem Zuschanzen von Aufträgen, von einem Verkaufen des eigenen Landes und der eigenen Heimat an die russische Oligarchin. Und auch wenn dann Kollege Leiter-Reber das sagt in einer Aussendung, das ist ein aufrechter Patriot, also patriotisch ist da gar nichts daran, wenn ich bereit bin, an Russland sozusagen mein Land für ein paar Aufträge dann auch noch zu verkaufen. Aber das, was jetzt gar nicht geht, und das betreibt jetzt die Freiheitliche Partei auf österreichischer Seite ja munter weiter, man stellt sich als Opfer dar. Man sagt, das ist das Establishment. Die erste Stellungnahme des FPÖ-Generalsekretärs war, das ist jetzt nur für die Merkel. Das nutzt jetzt der Merkel. Man sollte jetzt ganz schleunigst einfach nur still sein und sagen, das war ein nicht nur riesiger Fehler, sondern das ist aufzuarbeiten. Und ich denke, da hat der Bundeskanzler nur das einzig Richtige gemacht. Nicht gesagt, wir tauschen jetzt deinen Kopf aus, weil der hat jetzt den Fehler gemacht. Da steckt schon mehr dahinter. Das ist nicht nur ein Gerede auf Ibiza gewesen, sondern auch eine Überzeugung dieser Partei, die sehr, sehr verwerflich ist. Da muss man sagen, auf, aber still sein und jetzt nicht das Opfer spielen und jetzt sagen, wir werden das jetzt lückenlos aufklären, wenn jetzt werden wir den Schuldigen auch noch finden. Der Schuldige, die Freiheitlichen in Österreich haben sofort reagiert, es sofort zurückgetreten, hat sofort alles gestanden, was zu gestehen war. Es sind ja keine Taten begangen, sondern er hat darüber gesprochen, was genauso verwerflich ist. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich etwas begehe oder nicht. Wir waren alle entsetzt, das ist klar. Die Freiheitlichen haben sofort reagiert, die Partei hat sofort reagiert und die Partei stellt sich ganz bestimmt nicht als Opfer dar, das ist klar. Und wenn Sie die Aufklärung ansprechen, ich glaube, das wünschen sich alle, dass hier wirklich ganz klar aufgeklärt wird, denn unabhängig vom Skandal, den Strache hier verursacht hat, die Methoden erinnern an totalitäre Systeme, das muss man sagen. Das wünsche ich mir nicht für die Politik und für die Demokratie, genauso wenig wie die Aussagen von Strache. Kollege Leiter-Reber, man muss sich nur anschauen, das geht jetzt munter weiter. Kollege oder Heinz-Christian Strache postet jetzt, wir werden jetzt die Schuldigen finden. Also da zieht sich gar nicht zurück und sagt jetzt, okay, ich gestehe meine Fehler ein, sondern das geht weiter. Das hat er jetzt in diesen Tagen gemacht. Und noch einmal, man sucht jetzt den Schuldigen auch, dass man nicht bereit war, von vornherein zu sagen, der Innenminister ist bereit, sich auch zurückzuziehen, denn der Innenminister hat an der Aufklärung eben als Innenminister doch wesentlich eine Mitverantwortung. Und deswegen war es das einzig Richtige zu sagen, Innenminister Kickl muss weg, denn derjenige, der vorher auch für Parteispenden verantwortlich war, der wird wohl hoffentlich daran und auch an der Aufklärung. Und mich würde jetzt nach den letzten Tagen gar nichts mehr wundern, dass es nicht nur bei diesem Video geblieben ist, sondern dass vieles vielleicht auch noch danach gefolgt ist in den darauf kommenden oder vielleicht viele sogar Passagen, in der Regierungsbeteiligung. Wer weiß. Wurden ja auch nicht publik gemacht, so hieß es auch. Andreas Leiter-Reber, Ihre Landtagskollegin Uli Meier, die hat auch via Facebook ein paar Stunden nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache ein Posting abgeschickt und meinte, Heinz-Christian Strache habe sich wie ein notgeiler Teenager verhalten. Die Freiheitlichen sollen endlich nicht mehr Opfer spielen. Es braucht einen echten Reformparteitag. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da spalten sich die Freiheitlichen jetzt plötzlich in zwei Lager. Die einen sagen, wir sind Opfer einer Verschwörung und die anderen wollen eine Erneuerung. Überhaupt nicht, und auch ich habe nie von Opfer einer Verschwörung gesprochen. Schuld allein hat HC Strache und Codenus, die diese Aussagen gemacht haben. Trotzdem sage ich natürlich, dass die Situation nicht koscher ist, dass man Politiker bespitzelt und so weiter. Das unabhängig vom Inhalt, der dort gefallen ist. Zu den Aussagen von Uli Meier, das ist verständlich. Wir alle sind entsetzt und aus vielen Freiheitlichen spricht auch die Wut heraus. Das ist ganz klar. Und das ist das wichtig, dass man hier Platz macht. Der Unterschied ist, ob ich als Partei, ob man mich auch dieser Emotion hingebe oder ob ich hier einfach sage, gut, Kritik, wo Kritik notwendig ist, die Konsequenz, der Rücktritt, der gemacht worden ist und dann auch diesen menschlichen Aspekt, den ich natürlich davor auch betont habe. Aber Sie sprechen von einem Abhörskandal. Naja, ein letztes muss ich schon noch dazu sagen, auch in Ihrer Aussendung, Herr Kollege Leiter-Reber, sagen Sie, das ist ein Zeichen wie das Establishment sozusagen. Das ist das Übliche, das Establishment hat sich Strache fürchten. Aber man muss sich schon, fragen, mag sein, Kollege, dass die Hintergründe, da gebe ich Ihnen recht, die Hintergründe des auch, Zustande dass man zwei Jahre wartet, um absolut das zu veröffentlichen, also dass hier was im Busch ist, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Das wird sein und das wird sicherlich auch aufgeklärt werden, ja, ich aber es gibt sehr, in erster Linie
einen Schuldigen oder die zwei Protagonisten Schuldige. Da gehe ich voll d'accord. Bitte, die muss doch, da gehe ich voll d'accord, aber man darf es nicht so runterspielen, als wäre die Geschichte jetzt so aus heiterem Himmel. Das wurde schon konzertiert. Nur ein letztes, das Muster, dass das Establishment, also die Großen, die Übermächtigen, die erste Stellungnahme von Wilimski war, das wird schon, man muss sich fragen, der Merkel wird es nützen und dann wird wohl da jemand dahinter. Wem nutzt es? Aber ein allerletztes darf ich noch sagen. Man kann zwischen Parteien jetzt viel hin und her streiten. Das, was für alle sehr, sehr bedenklich ist, es schadet der Politik insgesamt. Denn ich würde gerne wissen, wie viele... Bundespräsident Alexander von der Bellen, das ist einfach so, wie viele werden jetzt gesagt haben, wir wussten das immer schon so, das sind die üblichen Politiker, die werden hinter... Und da muss man sich einfach dagegen verwehren und sagen, ganz klare Aufklärung und auch ganz klar sagen, da muss die Politik vieles wieder gut machen, was dadurch kaputt gemacht wurde. Heinz-Christian Strache hat in diesem Videomitschnitt ja einiges von sich gegeben. Er hat zum Beispiel gesagt, der ORF soll privatisiert werden, die Kronenzeitung soll von einem russischen Betrieb, Unternehmen aufgekauft werden und dann idealerweise sollten wir kritische Reporter austauschen, die Parteienfinanzierung sollte oder könnte man auch illegal umgehen und so weiter und so fort. Das sind sehr bedenkliche Aussagen gewesen. Andreas Leiter-Reber, zeigt sich da einmal mehr das Gedankengut der Freiheitlichen, wie die Freiheitlichen in Wirklichkeit ticken? Man muss jetzt schon einmal unterscheiden. Also HC Strache hat hier gefehlt, wo er nur fehlen kann. Und wir sind alle entsetzt über das, was er gesagt hat, das ist ganz klar. Und die Ansinnen, Medien kaufen zu wollen, Einfluss zu nehmen, das geht nicht. Auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit viele Fälle gehabt, wo es wirklich so ist, wo Leute sich eingekauft haben in Medien. Passiert tagtäglich, wo es Fakt ist, wo nicht nur darüber gesprochen worden ist. Und wenn Sie sich daran erinnern, an diesen Wahlkampf 2017, wie dreckig dieser Wahlkampf in Österreich zugegangen ist, vor allem von Seiten der SPÖ, Thal Silberstein und so weiter, wo jetzt auch viele vermuten, man weiß es nicht, man muss es jetzt aufklären lassen. Aber das kommt aus diesem Ursprung heraus und man muss schon sagen, von einer Verfehlung von einem Politiker dann kollektiv sozusagen die ganze Partei zu verurteilen, das geht gar nicht. Das war bei Strasser nicht so, das war wenn ich an den Skandal mit den Waffengeldern von Helmut Kohl denke, das hat es auch nicht geheißen, so Volkspartei jetzt, wie schaut's aus? Vor fünf Jahren waren ja die Freiheitlichen eine sehr erfolgreiche Partei. Damals gab es auch nach dem Wahlsieg beim Landtag hier in Südtirol, bei den Landtagswahlen, auch ein paar Gespräche oder Ideen, Gedankenspiele. Die Freiheitlichen könnten doch gemeinsam mit der SVP eine Koalition bilden. Das wurde dann eigentlich relativ schnell vom Tisch gefegt gewissermaßen. Zeigt sich hier anhand dieses Beispiels, auch dieses Skandals, wie die Freiheitlichen ticken und dass einmal mehr die Freiheitlichen einfach nicht regierungsfähig sind, Herr Achammer? Nein, ich muss sagen, und das muss ich auch fairerweise sagen, ich halte gar nichts sozusagen von der Kollektivschuld und die jetzt über alle drüber zu hüllen, die sind alle gleich. Nur eines muss schon klar sein. Wenn man von diesem Saubermann-Image gelebt hat, und HC Strache hat massiv davon gelebt, er wird endlich sozusagen aufräumen mit dem, was Rot und Schwarz vorher gemacht haben, dann muss man jetzt, und da muss auch die Freiheitliche Partei sich sozusagen zur Speerspitze der Aufklärung dieses Falles machen. Und sofort sagen, nicht am Tag danach, heute lese ich schon wieder, wir werden hervorragend bei den Wahlen abschneiden und so weiter und so fort. Und man stellt immer die Intrige in den Mittelpunkt, die hinter dem Video steht, das wird auch aufgeklärt werden, aber muss selber sagen, wir sind als Erste die Interessierten, alles lückenlos aufzuklären, auch aufzuklären, was möglicherweise im Amt passiert ist, denn man darf eines nicht vergessen, das, was neben der ganzen Sichtweise auf Medien und so weiter erschreckend ist, dass man aber ganz locker einer scheinbar russischen Oligarchin sagt, die Staatsaufträge, die bisher der Haselsteiner bekommen hat, die bekommt ihr. Da würde ich gerne wissen, was da die Amtsführung und auch die Überzeugung dahinter ist. Das muss man interessiert aufklären. Auch die ganze Freiheitliche Partei in Österreich. Und wenn man hier auch die Stimmen hört, vor allem aus Oberösterreich, wo auch die Freiheitlichen in der Regierung sitzen, aus dem Burgenland und so weiter. Und da sind wirklich überall gute Kräfte am Werk. Und wenn man sich anschaut, die Regierungsarbeit, und das hat Kanzler Kurz ja auch gelobt, die 1,5 Jahre in dieser Regierung, wie viel weitergebracht worden ist, der Rückhalt auch bei der Bevölkerung, über 60% Zustimmung, das hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben für diese türkisblaue Regierung. Deswegen muss man das auch bewerten, was wurde hier geleistet. Und da sieht man jetzt nicht, dass hier Fehler gemacht worden werden. Im Gegenteil, die Leute haben eine Freude gehabt an dieser Regierung. Es wurde was umgesetzt, der Stillstand war beendet in Österreich. Und ich glaube, dass deshalb auch dieser Absturz nicht so sein wird, weil einfach die Partei gut
gut aufgestellt ist und die Leute zufrieden waren mit der Arbeit. Sie und dass man hier ja die Schuld von HC Strache nicht auf alle Funktionäre umlegen kann, das geht einfach. Andreas Lauterreder, Sie kennen ja HC Strache persönlich. Philipp Achammer, Sie kennen Sebastian Kurz auch persönlich. Das habe ich ja auch bereits anfangs erzählt. Wie ist das jetzt, Herr Achammer? Eigentlich haben ja viele Ihre Schwesterpartei, die ÖVP und auch den noch Bundeskanzler Sebastian Kurz genau vor dem gewarnt, was mit den Freiheitlichen passieren könnte. Warum hat Sebastian Kurz das ignoriert? War er, ich sag's jetzt mal, zu blauäugig oder war er vielleicht zu machtgierig? Naja, noch einmal, ich denke, Sebastian Kurz hat eine sehr kohärente Linie beschritten und hat gesagt, ich möchte eine Abkehr von der vormaligen Regierung, von einer Koalition aus Schwarz und Rot. Ich möchte ein Reformprojekt vorantreiben und noch einmal in einer Demokratie, sage ich ganz deutlich, weil jetzt auch Parallelen für Südtirol, für die Landesregierung und so weiter gezogen werden. In einer Demokratie muss man mit allen Parteien, die Rückhalt in der Bevölkerung haben und die sich selbstverständlich innerhalb eines demokratischen Bogens und Spektrums bewegen, immer reden und dann schauen, kommt man zusammen. Und dann muss aber im Regierungshandeln überzeugt gehandelt werden, korrekt, aufrichtig, sauber gehandelt werden. Deswegen sage ich auch jetzt, und dann schließen wir das Thema ab, ich wünsche mir ganz einfach, man wird ja sehen, ob die Freiheitliche Partei auf österreichischer Seite zur Aufklärung bereit ist, aber man hat eher am Tag danach fast schon wieder in den Wahlkampfmodus umgeschaltet. Das sind mittlerweile sagen, alle in Österreich, das muss man dazu sagen. Wir mal auf, ja, aber die Freiheitlichen haben am meisten damit zu tun, indem sie selbst einmal aufklären und vor der eigenen Haustür sozusagen kehren. Und natürlich sind alle in einem Wahlkampf vor den EU-Wahlen an diesem Sonntag. Also man hat eine Philipp Achammer, Sie haben also da jetzt schon irgendwo Parallelen auch zu Südtirol gezogen. Und ich weil würde ich jetzt ständig gerne danach gefragt werde. Absolut, und ja, das kann man sich gut vorstellen. Deshalb würde mich jetzt auch interessieren, welche Auswirkungen hat denn Ihrer Meinung nach diese Regierungskrise in Österreich auf Südtirol? Ich nenne nur ein Wort, das ist der Doppelpass. Ist die doppelte Staatsbürgerschaft, die ja von der FPÖ stark forciert wurde in Österreich, für die Südtiroler damit gestorben? Na, ich glaube generell, wenn jetzt eine technische Regierung kommt, wird eine Zusammenarbeit immer schwieriger sein als Zusammenarbeiten, wenn wir solide Regierungen haben. Das ist klar. Das betrifft nicht nur ein Thema wie den Doppelpass, sondern andere auch. Aber die Mehrheiten im Parlament sind ja immer noch die gleichen. Also deshalb, wenn der Wille besteht und sich eine Mehrheit findet, dann ist das kein Problem. Ich möchte aber Auswirkungen auf Südtirol sehe ich in dem Moment keine, weil ich auch in der Vergangenheit gesehen habe, sei es der Kurzeffekt, der Hype um Sebastian Kurz, der hat ja auch nicht auf die Volkspartei übergesprungen, umgekehrt auch nicht der Hype um Strache oder die FPÖ. Ich glaube, wir haben eine Sondersituation, die man nicht eins zu eins vergleichen kann mit der österreichischen Situation. Das hat es in den letzten 20 Jahren, wenn wir uns das anschauen, nie in dem Maße ausgewirkt. Also das sehe ich nicht. Innerhalb der Südtiroler Volkspartei gibt es ja auch zwei Seelen. Die einen sagen, bitte kommt mir bloß nicht mit der doppelten Staatsbürgerschaft, da wird nur ein ethnischer Krieg herbeigeschworen, dass das bringt eigentlich nichts. Andere sagen doch, die doppelte Staatsbürgerschaft wäre ein starkes Signal. So gesehen als Obmann der Volkspartei, sind Sie froh, dass jetzt vielleicht dieses Thema auf die lange Bank geschoben werden könnte? Ich bin um gar nichts froh, das muss ich ganz deutlich sagen. Ich bin schon gar nicht froh, dass es in Österreich keine, das muss ich einfach so deutlich sagen, dass es keine Regierung in Österreich mehr gibt, weil ich vor allem in erster Linie keine gewählte Regierung. Ja, im Moment keine gewählte Regierung, weil ich von diesem Bundeskanzler Sebastian Kurz persönlich nicht nur wegen einer Freundschaft, was oft gesagt wird, sondern einfach von seiner Politik sehr überzeugt bin. Und er hat wirklich in diesen rund 1,5 Jahren vieles vorangebracht, viel, viel mehr. Die Zeitung Die Welt hat unter anderem geschrieben, diese Regierung hat mehr weitergebracht, auf bundesdeutscher Ebene vieles gemacht worden ist. Und da ist wesentlich Sebastian Kurz dafür verantwortlich. Ich glaube, im Unterschied zu Ihnen, dass die Doppelstaatsbürgerschaft jetzt tatsächlich kein Thema mehr ist. Das war Inhalt eines Koalitionsabkommens. Diese technische Regierung, man wird ja jetzt schauen, wie sie überhaupt ausschaut, ob mit einem Bundeskanzler Kurz oder sogar ohne, wird sich wahrscheinlich hüten, größere Projekte voranzubringen. Weil es muss ja irgendwo auf parlamentarischer oder Regierungsebene vorangebracht werden. Die wird sich mehr auf die ordentliche Verwaltung wahrscheinlich beschränken in diesen 3,5 Monaten. Aber das habe ich auch gesagt, dass mit einer technischen Regierung nie konkrete Südtirol-Themen in dem Maße vorangebracht werden können, wie mit einer soliden Regierung. Das ist klar. Da wird wenig passieren. Und ich bin auch der Meinung, das ist, deswegen habe ich einmal gesagt, ich möchte niemals jetzt in der Haut von Sebastian Kurz zum einen stecken, weil ich absolut auch nicht korrekt finde, dass man jetzt sagt, am Montag wird er nicht mehr Bundeskanzler sein. Wer sich auf die Seite der Aufklärung schlägt und eigentlich alles getan hat in diesen Tagen, dann noch abgesetzt wird, das verstehe ich als Logik einerseits nicht und zum Zweiten, es
wird nach dieser Nationalratswahl im September alles andere als einfach. Alles andere als einfach werden, überhaupt eine Regierung zu bilden. Mit wem, muss man heute fragen. Vor 17 Jahren gab es ja einen ganz großen Skandal innerhalb der FPÖ. Die hat sich damals gespaltet, auch in dieses BZÖ, in diese Bewegung. Was glauben Sie, Andreas Leitner-Reber, wie werden die Freiheitlichen diesen Skandal des ehemaligen Obmanns überstehen? Ich habe jetzt in den 1,5 Jahren, seit ich den Kontakt intensiviert habe mit den Freiheitlichen in Österreich, wirklich gemerkt, wie breit und wie gut sie aufgestellt sind. Also da sind alle Parteien in Südtirol, bis auf die Volkspartei, ist niemand so kapillar versetzt, wie die Freiheitlichen in Österreich vernetzt sind. Sie haben in den letzten 15 Jahren wirklich hervorragende Basisarbeit gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier so einen Absturz gibt, wie wir es nach Knittelfeld erlebt haben. Auch aufgrund, und ich betone es nochmal, auch aufgrund der positiven Erfahrung jetzt in diesen 1,5 der Regierungszeit, wo auch Sebastian Kurz, auch die FPÖ-Minister genauso gelobt hat und mit eingeschlossen hat für die gute Arbeit. Und ich glaube, dass das bei der Bevölkerung schon hängen geblieben ist. Viele sagen ja auch, diese Ibiza-Gate, so wird mittlerweile dieses Video bereits genannt, das offenbart auch, wie Rechtspopulisten wahrhaft wirklich denken. Und mit Rechtspopulisten werden nicht nur die Freiheitlichen bezeichnet oder genannt, sondern auch AfD und die Lega. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, Herr Achammer. Überdenkt die SVP jetzt auch nach diesem Skandal in Österreich vielleicht doch die Zusammenarbeit mit einer rechtspopulistischen Partei wie mit der Lega? Auch gegen die Lega wurde ja bereits wegen illegaler Parteienfinanzierung ermittelt. Die Ermittlungen laufen teilweise noch. Eines ist zuerst noch zu sagen und dann gleich zu Ihrer Frage. Es war ja nicht so, dass es nur das Ibiza-Video sozusagen in der letzten Zeit gegeben hat. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem Bundeskanzler vor diesen ganzen Geschehnissen und er hat wirklich darauf hingewiesen, im Umgang mit den Identitären, mit dem sogenannten Rattengedicht, mit dem Begriff des Bevölkerungsaustausches und so weiter, da hat es schon viele Dinge gegeben, die auch für ihn, das hat er auch betont, schwer zu schlucken waren im Umgang in einer Regierung, die ein Renommee auch gesamteuropäisch haben muss. Deswegen sage ich noch einmal, die Freiheitlichen müssen das ganz intensiv, nicht nur Ibiza-Gate, sondern darüber hinaus aufarbeiten. Ja. Trotzdem hat er dann gesagt, wenn ich das Innenministerium kriege, bleibt die Regierung stehen. Und das, ist dann auch, ein Machtspiel, das dann beginnt. Das muss man schon auch fairerweise dazu sagen. Nein, das wird nicht so kolportiert, sondern so. Also die SVP hatte diesen famosen Wertekatalog, auch hier bei Pro und Contra, kann ich mich sehr gut erinnern, haben Sie damals gesagt, wenn die Lega dies nicht unterschreibt, so werden wir keine Koalition bilden. Es wurde dann nicht ganz so unterschrieben aus dem Nachhinein. Schlussendlich, jetzt sehen wir, was mit der ÖVP und den Freiheitlichen in Österreich passiert ist. Gibt es jetzt so gesehen auch ein Umdenken in der Brennerstraße bei der SVP? Naja, Herr Bersani, das stimmt nicht ganz. Denn dieser Wertekatalog wird zwar nicht als getrenntes Blatt Papier unterschrieben worden sein, aber da ist wesentlich, lesen Sie es durch, was vorher gestanden ist und danach, ist Teil der Prämissen zum Koalitionsabkommen. Und wir haben, da haben einige gesagt, das ist ja lächerlich, ewig lang beispielsweise mit der Lega lokal über Europa diskutiert. Da haben einige gesagt, was macht die Europapolitik? Ich will nur sagen, gibt es ein Umdenken innerhalb der SVP? Noch einmal, ich will das Kollektive von der FPÖ auf alle drüber legen. Das ist zum Ersten nicht korrekt und zum Zweiten, ich betone es noch einmal, es war unser wesentlicher Beweggrund, um mit der Lega auf Landesebene zu koalieren und keine politischen Abkommen mit Salvini abzuschließen, das betone ich noch einmal, war ganz einfach das Wählervotum. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass diese Lega eine sehr, sehr breite Unterstützung der italienischsprachigen Bevölkerung in Südtirol hat und dann muss man mit Parteien, und wir verlangen von dieser lokalen Lega auch korrekten Umgang, auch in ihrer Haltung, dann muss man reden, immer wenn die Linie so ist, dass man sie auch gemeinsam vertreten kann. Und ich glaube nicht, dass wir Abstriche in unserer Linie gemacht haben im Koalitionsabkommen. Müssen tut man nicht, Sie haben sich dafür entschieden. Ja, wir haben uns dafür entschieden. Ja. Ja, natürlich. In 5 Tagen wählen wir ein neues EU-Parlament und das ist auch schon die Abschlussfrage an beide. Welche Auswirkungen hat jetzt dieser Skandal bzw. diese Regierungskrise de facto in Österreich auf die EU-Wahlen, Andreas Leitner-Reber? Ich denke nicht, dass es jetzt zu einer riesigen Verschiebung bei den EU-Wahlen in Österreich kommen wird. Wir haben jetzt diese Umfragen gehört, wo es von einem Minus von 5% die Rede ist. Es wird sich dann am Wahltag zeigen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier diese Umwälzung gibt und auch nicht den großen Zuwachs dann auf der türkisen Liste, das sehe ich nicht so. Es wird Auswirkungen haben, aber sicher nicht in dem Ausmaß. Und ich betone es noch einmal, dass hier gezielt
dieses Video, das skandalös ist, und das haben wir alles bereits besprochen, dass das gezielt vor den EU-Wahlen platziert worden ist, das ist mit Absicht, das weiß man, und aber das schmeckt natürlich vielen Leuten zufolge, auch nicht, weil man dann auch sagt, aber Herr Leiter, wem nützt sowas? Aber demzufolge demzufolge müsste doch derjenige oder diejenige Person, die das jetzt platziert haben vor den EU-Wahlen, müssten sich doch eine Veränderung erhoffen und wünschen. Und ich glaube nicht, dass sie in diesem Ausmaß eintreffen wird, wie es diejenigen wünschen. Ach, einmal schmunzelt. Ja, ich hoffe es natürlich sehr, dass die Veränderung kommt, weil eines schon deutlich geworden ist, dass wir es mit rechtspopulistischen Parteien zu tun haben, gerade was Europa betrifft. Ich betone das, gerade was Europa betrifft, die Haltungen haben, die fernab von unserer Überzeugung sind, was Nationalismus, Zentralismus, wirklich einen Populismus betrifft, und die scheinbar einiges an Leichen im Keller haben. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass man diesen Parteien, die leider bewiesen haben, keine seriöse Politik hier machen zu können, dass man denen nicht das Vertrauen schenkt, und dass wir uns in erster Linie, das werden Sie sagen, das ist Wahlkampf, aber das ist mir wichtig zu sagen, dass wir uns Europa nicht kaputt machen lassen. Denn diese Allianzen zwischen AfD und ich sage auch die Lega, wo wir nichts damit anfangen können mit dieser Europapolitik der Lega, die Allianz mit auch der FPÖ, die wirbt für ein Europa des Zentralismus, des Nationalismus und der neuen, auch internen Grenzen. Das möchte ich nie. Wir lassen uns dieses Europa nicht kaputt machen. Die werben eben nicht für ein Europa des Zentralismus. Selbstverständlich. Nein, nicht für ein Europa des Zentralismus. Und ich muss schon sagen, wenn hier von den Leichen im Kellern gesprochen wird, dann öffnen wir die Archive von allen Volksparteien, dann finden wir auch genug Leichen im Keller. Also dieses Argument brauchen wir gar nicht stehen lassen. Wir wollen heute in keinen Keller mehr runtersteigen. Wir haben schon gesehen, was in einer Villa auf Ibiza passiert, und ich glaube, das reicht uns fürs Erste. Aber es ist eine interessante Diskussion. Die Regierungskrise in Österreich wird uns mit Sicherheit noch in den kommenden Tagen bei Laune halten, sage ich mal, und auf dem Laufenden halten. Wir sind natürlich hier im Fernsehprogramm, aber geht es vorerst mal weiter mit einer etwas anderen Art der Information. Wir informieren Sie jetzt über den Fachkräftemangel im Handwerk. Ich bedanke mich deshalb recht herzlich bei meinen beiden Studiogästen, bei Andreas Leiter, Reber-Obmann der Südtiroler Freiheitlichen, und bei Philipp Achammer, Obmann der Südtiroler Volkspartei. Wir sehen uns am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.